will Ihnen die vierte Vorlage, die am 28. Februar zur Abstimmung kommt, vorstellen. Sie wissen, Gotthard, Durchsetzung, Heiratsstrafe und daneben die Volksinitiative Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln. Würde diese Initiative angenommen, und das sage ich als Wirtschaftsminister, dann wäre das ein sehr, sehr problematisches Zeichen für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Der Bundesrat empfiehlt die Ablehnung. Das Parlament empfiehlt ebenfalls die Ablehnung. Der Bundesrat ist der Meinung, diese Initiative würde sie angenommen, sie löst kein Hungerproblem. Sie löst kein Armutsproblem. Die Wissenschaft und viele internationale Organisationen, ich rede von der Weltbank, ich rede von der OECD, ich rede vom Internationalen Währungsfonds, die haben in den letzten Jahren intensiv geforscht und sind der Frage nachgegangen, haben die Finanzinstrumente wirklich einen Einfluss auf die Schwankungen der Nahrungsmittelpreise? Sie kennen das Resultat. Das Resultat der Metastudie der Universitäten Basel und Luzern. Die haben etwa 100 Studien, wissenschaftliche Studien, ausgewertet und kommen zum Schluss, dass 4 von 5 seriösen, das heißt wissenschaftlichen Studien, zu einem Ergebnis gelangen. Das heißt, spekulative Geschäfte mit Agrarderivaten beeinflussen die Preisschwankungen entweder gar nicht oder dann sogar in dem Sinne, dass die Schwankung reduziert wird, also in einem positiven Sinne. Die Initiative hat Mängel. Ich habe schon gesagt, sie macht an sich keinen Sinn, weil wir keine Börsenhandelsplätze hier bei uns haben. Der Börsenhandel geschieht in den USA, in der EU, in Asien. Das Verbot in der Schweiz beeinflusst also die internationalen Märkte nicht. Das Verbot könnte umgangen werden oder die hier ansässigen Headquarters, die könnten ihre Aktivitäten verlagern, wenn sie nicht Marktanteile an ihre internationale Konkurrenz verlieren wollten. Es müssten aufwendige Kontrollen gemacht werden, das bedeutet Bürokratie. Das bedeutet Kosten. Und wen würde es betreffen? Headquarters von Agrarrohstoffhändlern, von internationalen Lebensmittelherstellern, von Versicherungen, von Banken, von Pensionskassen. Und denen wollen wir diese zusätzliche Bürokratie nicht zumuten. Mit dem gesagt, empfiehlt der Bundesrat, die JUSO-Initiative abzulehnen, weil sie gemäß der Wissenschaft nicht am richtigen Ort ansetzt, weil das gut gemeinte Ziel der Hungerbekämpfung nicht erreicht werden kann, weil die Annahme der Initiative Schaden anrichten würde am Wirtschaftsstandort Schweiz und an seinen Arbeitsplätzen und weil die Schweiz Armut und Hunger weiterhin mit den bewährten Mitteln der Entwicklungshilfe bekämpfen will.